Wenn ich zu Hause sitze und im Boxershorts. Boxershorts streams. Weniger als mehr. Let's go. Leute, sendet mir eure Clips über Instagram zu oder kommt auf meinen Discord-Server. Ich hätte ein paar Clips von ein paar Streamern. Es wäre super geil, wenn ich ein paar Streamer-Clips hätte. Es wäre so geil, wenn ihr mir Streamer-Clips senden würdet. Oh, Leute, bitte. Bitte fickt mich in den Arsch. Fickt mich. Oh. Die Links findet ihr in der Videobeschreibung. Was mit dem Video? Oh, stabil. Aber ein bisschen. Kotzt du durch die Nase? Na, kommt drauf an, wenn ich kurz. Weißt du, man kann damit auch atmen, ne? Also. Safe kann man durch die Tüte atmen. Besser atmen. Du bist so behindert, da steckst du doch rein. Aber du riechst deine eigene Kotze nicht. Ne? Stimmt. Wäre da nicht so Poggers? Wow. Mathis, was ist zu hören? Gibt es von Scheuer denn irgendetwas Neues? Abbruch. Jesus Christ. Oh mein Gott. Ich bin ein. Ich scheiß auf alles. Was? Ich bin ein. Ich bin ein. Ich bin ein. Chat, lass es. Zeig mir deine Seiten. Zeig mir bitte deine Seiten. Zeig mir deine Seiten, bitte. Oh, das ist mein Tischtennisschläger. Das ist mein Spankgerät. Soll ich dich damit spanken? Ja. Das macht mich nicht geil. Andersrum? Das macht mich geil. Das macht mich sehr geil, ja. Oh, wir haben im Abend fast so geil. Okay, cool. Perfekt, dann haben wir... Oh, ja. Fertig machen oder vorbereiten, damit der durchziehen kann. Ich muss mal gucken, ob ich hier... Oh, oh, ob ich noch einen... Das war die Kniescheibe. Wer sind denn die Sizzler Brothers? Hey, das sieht überprofessionell aus, was die da haben. Sizzler Brothers. Machen die nur Grillen und Kochen? Grillshow? Aber wie? Ich muss nur mal gucken, ob ich hier... So wird's gemacht. Kennt man die? Ich muss. Die sind ja überkrass, die haben ein richtig krasses Branding. Ja, auch nochmal. Sizzler Brothers. Ich will auch so einen geilen Balkon. Ich muss mal gucken, ob ich hier. Oh, was? Der flutscht da raus? Der flutscht da raus! Der ist rausgeflutscht! Souveräner, so, souveräner Themawechsel. Chilliges Ding. Kein Problem für mich, Digga. Ich bin einfach gerade ausgefahren. Bist du blind weitergefahren? Ja, oder? Natürlich, ich kenne die Strecke. Weiß, er geht nur geradeaus. Nee, aber Wackelkontakt? Nee. Davon übrigens zwei Stück drin. Wer ist das links? Die kenne ich irgendwoher. Macht die Pornos? Ich schwöre, ich kenne die. Ich schwöre, ich kenne die irgendwoher. Macht die Pornos? Insgesamt 4 Terabyte. Und rechts ist der... 4 Terabyte, 4 Terabyte, wisst ihr, wie viele Sachen ich damit downloaden kann? Das ist Honey Poo. Die macht keine Pornos, sondern streamt, alles klar. Ja, allerdings. Ja, zum Downloaden wird das Ganze natürlich in Zwischenspeicher geladen. Und das ist in dem Fall der RAM. 32 GB Kit. Mhm. Ich weiß gar nicht dazu, was sie zu sagen soll. Wunderschöne Wand. Die ist 17. Ist sie wirklich jetzt 17? Hä? Aber Sascha ist doch mit der zusammen, oder nicht? Das, ja, aber die ist erst 17? Hä? Weiß Sascha das? Weiß Sascha, dass die erst 17 ist? Eltern haben es erlaubt. Ja, okay, dann ist ja in Ordnung. Hä, ist er? Nein. Moment. Wir sind in Deutschland, nicht im Saarland. So nicht. Man kann nicht sagen... Meine Tochter ist 17, aber Sie, Herr Hellinger, Sie sind 46, Sie dürfen mit meiner Tochter schlafen. Das ist nicht erlaubt. Das ist nicht erlaubt. Man kriegt nicht einfach so einen Elternzettel zum Ficken. Das geht nicht. Nein! Man kann nicht einfach. Nein! Das reicht nicht, wenn man schriftliche Einverständnis der Eltern bekommt. Ich rufe Herrn Anwalt an. Ich habe den heute schon mal angerufen, ich rufe ihn nochmal an. Ach ja, schon wieder. Hallo, ist der zweite Anruf heute, ne? Ja, ich hab Anruf. Hallo. Darf ich nur einmal am Tag anrufen? Du darfst nur einmal am Tag anrufen mit deiner Flatrate für 5.000 € im Monat. Scheiße, das ist echt teuer, wenn man das aber überlegt, ne? Das stimmt, ja. Aber lohnt sich ja auch, so oft wie du anrufst. Ja, das stimmt. Ich habe immer viele Fragen. Guck mal, wenn ich jetzt, also angenommen, ich habe mit einer 17-Jährigen was, ne? Aber die Eltern haben das erlaubt. Die haben mir so einen Mutti-Zettel gegeben. Mhm. Der Chat sagt, das geht.
Das geht auch, ja. Nein! Das geht. Ja. Man kann doch nicht einfach so einen Zettel wie im Club bekommen. Hier steht drauf, sie dürfen eine Tochter bangen. Das geht doch nicht. Es geht gar nicht um die Eltern, die Tochter könnte das sogar selber entscheiden. Hä? Ja. Die musst du unterschreiben einfach? Nee, gar keiner unterschreibt. Ja, aber die Tochter darf mit 17 selber entscheiden, mit wem sie Zeit verbringen möchte. Und mit wann nicht mehr? Ab wann? Unter 14. Hä? Unter 14 ist die magische Grenze, ja, genau, 14. Unter 14 ist echt ist total tabu für Mädels. Also, ja. Aber wenn, also, nee, du kannst mir nicht erzählen, dass jetzt ein 46-Jähriger mit einer 14-Jährigen einfach schlafen kann, wenn die sagt, ist fein. Das ist nochmal ein Sonderfall. Da kommt es dann darauf an, ob er die Fähigkeit zur Selbstbestimmung ausnutzt, wo man schon drüber nachdenken könnte bei dem Altersunterschied. Das definitiv, aber per se strafbar ist es erstmal nicht, aber wenn besondere Umstände da hinzukommen, dass er die Unerfahrenheit ausnutzt, wovon man bei 46 und 14 ausgehen könnte, ja, spricht erstmal viel für. Dann aber wenn der 46-Jährige zum Beispiel noch Jungfrau ist und selber unerfahren ist? Dann in diesem außergewöhnlichen Fall könnte es sein, dass er straflos ist. Kommt immer drauf an. Und da kommt es tatsächlich drauf an. Ist weird, ist total weird, hört sich auch total weird an. Ja. Aber ab 14 ist es erstmal möglich, es sei denn, er nutzt die Unerfahrenheit aus. Und dann kann ich von den Eltern auch so einen Mutti-Zettel bekommen? Ja, also das, so ein Mutti-Zettel wäre nicht empfehlenswert. Das klingt ja schon so ein bisschen nach Zuhälterei. Nee, also ohne, also nicht, ich für mich sowieso nicht. Es geht hier um. Also dann finde ich es richtig weird, dann würde ich tatsächlich mal dem Jugendamt irgendwie Bescheid geben. Ja, es geht hier nämlich um. Und die Eltern geben so ein Zettel, du darfst mit meiner Tochter was machen, dann würde ich tatsächlich mal das Jugendamt. Aber wenn die Tochter das auch unterschreibt, sag ich mal? Nix, unterschreiben sowieso nicht, eher mal mit unterschreiben. Hier einen Vertrag aufsetzen, Sexvertrag. Dann sind wir in einem ganz anderen Bereich. Es geht hier um Sascha, unsympathisch. Der hat was mit einer 17-Jährigen gehabt, sagt der Chat die ganze Zeit. Ach so, ja. Ja, gut. Aber das dürfte in Ordnung sein. Wie alt ist der Knabe? Sascha, weiß ich nicht. 32 oder so, keine Ahnung. Ach, ich dachte, der ist viel jünger. Gut, aber das ist noch in Ordnung. Also das ist strafrechtlich. Der ist auch noch sehr unerfahren. Wenn er so unerfahren ist wie du, dann geht das in Ordnung. Okay, gut, danke. Okay, weiß ich Bescheid. Tschüss. Ach, die ist doch erst ein, die ist 21. Ja gut, dann ist ja egal, dann ist ja geklärt. Okay. Schatz. Was ist denn? What the fuck? Lass mich bitte schlafen. Schatz. Sascha ist 26. Schatz. Okay. Mann, das ist... 26 und 21, die sind beide sehr unerfahren, das ist in Ordnung. Was ist denn? Boah, kannst du mich bitte aufhören zu filmen? Warum musst du mich immer... Zu Hause dicker, ja. Das ist meine Zuhause dicker, ja. Mit Bildschirm dicker, ja. Schreibtisch dicker, ja. Fenstern dicker, ja. Und habe einige andere Sachen noch dicker, ja. Kann hier zum Beispiel ganz entspannt den Tisch nach oben verschieben, dicker, ja. Oder auch nicht dicker, ja. Sonst fällt die Lampe um, dicker, ja. Wer ist das? Komm her, du Wichser, ja. What the fuck, ist das Tanzverbot? Traust dich nicht, warum traust du nicht? Ich könnte niemals mit dir zusammen sein, weil ich könnte nie mit diesem OnlyFans und so umgehen, weißt du? Ich schon. Ich hab damit wirklich kein Problem. Guck mal. In meinem Kopf funktioniert das so. In meinem Kopf, okay? Eine Frau macht das. Salvik, vor allen Dingen Salvik Real Talk bei Knossi. Eine Frau macht das, ja, und die kriegt dafür sehr viel Geld. Es ist schön, weil wir zusammen damit mehr Geld haben. Das ist gut. Und dann kommt dazu, das ganze Internet wichst quasi auf deine Freundin, okay? Die wichsen alle auf die, aber nur du bekommst die. Versteht ihr, was ich meine? Das ist extrem krass. Das ist extrem krass. Versteht ihr? Alle wollen die und sehen die nackt und wollen immer und denken beim Einschlafen an die, aber du bist der Champion, der sie sich holt. Plus dazu kommt nochmal eine gehörige Portion Selbstbestimmung, dass eine Frau machen darf, was sie kann. Machen soll, was sie darf. Machen kann, was sie soll. Machen darf, was sie will. So rum nämlich. Versteht ihr, was ich meine? Extrem smart.
Das könnte ich nie. Aber ey, ey, sag mal ganz ehrlich, Chat. Es wirkt für mich so, wie wenn du dir echter Gedanken schon drüber gemacht hast. Schon mehrfach. Ja, hör mal auf. Ja. Ja, aber schon ein bisschen. Ja, ist doch normal, Dick. Date mit Elena. Ich glaube, Elena Camperi weiß gar nicht, dass ich existiere. Und wenn, dann ist es ihr egal. Ja, komm, ich geb's zu. Natürlich machst du dir Gedanken drüber. Aber nein, Digga, ich könnte nicht, Digga. Muss ich ehrlich sagen. Aber die ist so süß, muss man sagen. Die ist auch so hübsch, muss ich ehrlich auch sagen. Und so. Und ich werde mir jetzt einen Eiweißshake holen, damit ich überhaupt irgendwas zu essen habe. Weil das, was ich hier eben bekommen habe, kann man definitiv nicht Essen nennen. So. Hi Leute, meine Eltern haben mein Handy weggenommen. Ich freue mich immer, wenn ich in so Videos drin bin. Ich erinnere mich gar nicht an die ganzen dummen Sachen, die ich immer gesagt habe. Und dann kommt sowas immer irgendwann wieder. Und dann merke ich jedes Mal, wie dumm ich bin. Das ist extrem cool. Was aber nicht bedeutet, dass ihr mich nicht mehr auf eurer For You oder generell auf TikTok seht. Ich habe noch einen PC. Was? Was? Hey Leute, ich habe mir jetzt Chips geholt. Meine Eltern haben immer noch mein Handy und denken, ich habe keinen Spaß, aber ich habe Hi Leute, ich habe mein iPhone leider immer noch nicht, deswegen filme ich immer noch mit meinem Laptop. Hallo Leute, ich habe mein Handy immer noch nicht. Aber hey Leute, meine Eltern haben mir nicht nur mein iPhone, sondern auch mein MacBook jetzt weggenommen. Was sie aber nicht wissen, ist, dass ich noch ein Motorola habe. Hi Leute, ich habe eine gute Nachricht. Meine Eltern haben mich in mein Motorola-Handy noch nicht entdeckt. Hi Leute, nachdem meine Eltern mir meinen Laptop, mein Handy und mein Motorola weggenommen haben, habe ich jetzt eine Überwachungskamera gefunden. Das heißt. Hi Leute, ich habe gerade kein Handy und kein Laptop mehr, weil ich habe eine Drohne gefunden. Und warum kommt das jetzt? Essen, Digga. Essen. Ach ja, mein Essen! Ich bin sofort wieder da. Ich mache euch Musik an in der Zeit. Natürlich. Nein. Nein, 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 nein. Mach die Augen zu. Mach die Augen auf. Das ist ein Schnitzel. Okay. Leute, wärt ihr Cristiano Ronaldo gewesen, hättet ihr fürs Geld zu Juve gewechselt. Wie, er ist einer der besten Weltfußballer der Welt. Glaubt ihr, ich kann hier drauf landen? Also ich glaube, ich schaff's. Ah, warte, 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 warte. Er schafft's nicht. Digga, was ist denn da bei der Lenkung los? 100 pro schaffe ich das. 100 pro. Ne? Warte, Moment. Ja, Bruder, alles gut, alles gut. Rückwärts sogar, weißt du, auf Profi. Na, komm, komm. Ich hab's nicht für den Clip gemacht. Hat geklemmt, das Ding. War ein Spielfehler. Das ist nicht Montana Black. Bro, ich hab immer noch nicht heute Geburtstag. Seid ihr alle behindert? Alter! 105 Euro! 105 Euro! Tee, ich geb dir davon die Hälfte ab. Ich danke dir. Wenn ich mal auf die Insel komme, dann lade ich dich ganz dick zum Essen ein. Muito obrigado. Ja. Muito obrigado. Was heißt das? Kleiner Hurensohn. Ja, das heißt einfach nur vielen Dank. Ah, okay, okay. Welcher Mensch lässt sowas hier stehen? Eine Gurke. In einer Cornflakes-Packung. Digga, what the fuck? Der? Real Talk jetzt, guck mal Breitenberg, ne? Der war doch vor kurzem bei Ask Marianina. Vor kurzem. Und jetzt sehe ich hier einmal Eierschmerzen nach Kuscheln. Fayet, Topstreamer Deutschland, Netflix. Ah. Bruder, wir brauchen einen Fluchtweg. Okay. Ich küsse dein Herz, Digga. Lass die Seife fallen mit 3 Euro dabei. Bester Mann, mach weiter so. Bin seit 2012 dabei. Gut, dass ich erst 2014 YouTube gemacht habe, Diggi.
hochgenommen. Aber Bruder, freut mich, dass du schon dabei warst, als ich es noch gar nicht gemacht habe. Doch, doch, der damals Monte mal beim Einbrechen geholfen. Und spielte darauf brünstig und taufte diesen Knaben zum Flötenmann.